Mein Name ist Thomas Hupp und ich bin seit 2018 im Ecos Workspaces. Ich habe zwei Unternehmen, ich bin Einzelunternehmer mit zwei Unternehmungen, nämlich dem 4D Asset Oscillator und 4D Vermögensplanung. Das eine ist Anlageberatung, das andere sind praktisch Anlageprodukte, bei denen ich das Portfolio-Management, die Anlagestrategie mache. Ich war vorher in einem großen Büro mit in der Spitze drei Mitarbeiter und ein Kompagnon. Also wir waren zu fünft und da muss ich sagen, da muss man sich natürlich um alles kümmern, war auch eine gute Zeit, aber was mich wahnsinnig gestört hat, ist, mitten im Prozess, da habe ich gerade eine super Aktienanalyse gemacht, den Aktienmarkt, und war so mitten im Flow und dann klopft es und dann kommt die Sekretärin und sagt, Mensch, wir haben keinen Milch mehr für einen Kaffee, es kommen gleich, sag ich mal, Kunden, die wollen vielleicht Milch im Kaffee haben, die Kasse ist leer, hast mal Geld. Ist wichtig, ist ganz klar, aber mich hat es wahnsinnig gestört, dann immer wieder wegen Infrastruktur unterbrochen zu werden. Und dann bin ich eben hier bei Ecos Workspaces gelandet und das hat mir dann gefallen, dass ich mich um nichts kümmern muss. Ich muss mich einfach um nichts kümmern können. Ich kann ganz flexibel arbeiten, wie es mir passt. Und das ist für mich das Optimale. Und deswegen habe ich seit 2018 meinen Gewinn deutlich gesteigert und habe aber viel mehr Freizeit, weil ich mich eben wirklich um meine Kernkompetenz kümmern kann, nämlich um die Investoren, was die wollen, was denen wichtig ist und um den Kapitalmarkt. Das ist meine Kernkompetenz und da kann ich mich drauf fokussieren. Und das ist das Schöne bei Ecos Workspaces. Und was ich auch sehr, sehr schätze, muss ich sagen, dass im Empfang ist super freundliches Personal, super freundliche Mitarbeiter, die sich um den Wohlfühlfaktor kümmern. Ja, das heißt, wenn meine Investoren kommen, dann werden sie gefragt, wollen sie einen Kaffee, einen Tee, Wasser, was auch immer. Ich muss mich nicht drum kümmern, ich kann mich wirklich um den Kunden kümmern, um den Klienten, was seine wichtigen Punkte sind und die in die Beratung einfließen lassen, mich voll auf die Beratung konzentrieren. Und das ist das wirklich Tolle, das gefällt mir sehr, sehr gut. Auch, dass ich mich um Post und so weiter nicht kümmern muss, also die wird angenommen und wenn ich Post verschicken habe, ich gebe es vorne einfach ab. Das läuft einfach wunderbar oder wenn ich mal ein Päckchen erwarte, das wird dann vorne angenommen. Und ich kann es abholen, wann ich will, wann ich aus dem Homeoffice komme oder wann ich von Kongressen komme. Und das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Also gerade ich bin oft eingeladen an der Frankfurter Börse mehrmals im Jahr, um Interviews zu geben über den Kapitalmarkt. Oder ich bin auf Kongressen, Fondskongress ganz wichtig oder auf der Stuttgarter Messe Invest und so weiter. Da bin ich unterwegs, aber ich weiß, es läuft. Das heißt, wenn jemand was vorbeibringt oder wenn meine Post kommt, die wird angenommen. Und ich werde informiert, wenn was Wichtiges kommt, da kriege ich eine Mail, Mensch, dein Päckchen ist da oder das und das ist angekommen, worauf du so gewartet hast. Oder auch Anrufe können entgegengenommen werden. Das heißt, ich bin immer erreichbar, es wird sich gekümmert und das finde ich auch spitze. Das gibt mir ein super Gefühl und auch meinen Klienten kommt sehr, sehr gut an, muss ich sagen. Also das ist ganz, ganz toll. Und wenn ich in Ruhe hier arbeiten will, habe ich hier einen tollen Platz. Ich kann hier mich auf meine Aktienmarktanalyse konzentrieren und kann hier in Ruhe arbeiten. Und wenn ich im Homeoffice bleiben will, bleibe ich im Homeoffice. Also das ist ganz, ganz flexibel. Und wenn wir schon über Flexibilität reden, ist es so, ich war am Anfang eben, ich sagte Ihnen ja, ich kam aus einem großen Büro und wusste aber noch nicht genau, ob ich hier bleibe. Also habe ich erstmal ein ganz kleines Büro genommen, weil ich noch andere Angebote hatte von anderen Beratern, die mit mir zusammenarbeiten wollten und ein großes Büro mieten wollten und so weiter. Das hat sich aber zerschlagen und dann habe ich hier in einem kleinen Büro eine Weile, sage ich mal, verharrt und habe auf ein größeres Büro gewartet, weil das kleine Büro war dann langfristig dann doch ein bisschen klein. Ich mache sehr viele Videos eben über Aktien und so, da brauche ich gewisse Abstände. Kein Problem, ein großes ist frei geworden. Ich konnte rein und konnte mir das auch so gestalten, wie ich wollte, wie es mir gefällt. Also das ist sehr, sehr flexibel und wenn ich mal gar kein Büro brauche, auch kein Problem, wenn ich nur noch Homeoffice mache. Man kann den Besprechungsraum mieten und wenn wir bei dem sind, das finde ich auch ganz, ganz toll. Ich habe es eben manchmal, ist der Fall, dass ich eben Kollegen sich informieren über die Anlagezertifikate, die ich an der Stuttgarter Börse platziert habe, also wo ich einfach ein Produkt vorstelle, wo ich eine Präsentation machen kann. Ich kann hier mit 30 Personen in den Besprechungsraum gehen. Oder ich habe Studenten, die sich interessieren und dann kann man da reingehen in einer kleinen Gruppe
und ich kann hier Vorträge halten, ich kann hier Besprechungen machen. Wir hatten auch schon eine Erbengemeinschaft mit mehreren Personen, kann man da dran, einen schönen großen Tisch. Der wird dann auch noch nett gedeckt und man kriegt Gebäck dazu und so. Also dieser Service rund um dieses Paket, das ist für mich ideal als Einzelunternehmer, der halt auch ständig was wechselt. Ja, also dann ist das Geschäftsmodell mal stärker und also wir haben einfach einen wahnsinnigen Wandel auch und dann kann ich meine Bedürfnisse hier umsetzen. Vor allem, ich muss mich um nichts kümmern. Das finde ich super. Und deswegen finde ich Ecos Workspaces sehr, sehr gut, fühle mich hier wahnsinnig wohl, besonders auch, weil das Team hier unglaublich persönlich nett ist und sich super kümmert, egal was man für Wünsche hat.